Was haben Sie eigentlich früher gemacht, bevor Sie Komiker wurden? Oh, nicht viel. Ja. Sie müssen doch einen Beruf gehabt haben. Ich war Vertreter, war es mal lange. Vertreter? Was haben Sie denn vertreten? Das Bein habe ich mir mal vertreten. Rasierklingen verkauft? Nee, Filzlatschen. Hier in Sachsen oder wo? Ach wo, ich war im Ausland, ich war in Lappland, da war ich bei den Eskimos. Ja. Und da war ich hinten an der Knatter und dann war ich in der türkischen Türkei, war ich auch und da war ich... Das wollen Sie mir erzählen, Filzlatschen nach Lappland? Die wollen ja auch mal warme Beine haben. In Lappland ist doch überhaupt nichts zu verdienen, oder? Wohnen doch wenig Leute. Ja, da wohnen die viel, da wohnen die viel. Ach, du weißt, wie es ist, dort Lappen. Das läppert sich zusammen. Komm, haben Sie nicht nimmer. Im Konsum gibt es Quark. Das ist mein Leibgericht. Haben Sie nicht nimmer. Sonst krieg ich keinen Quark. Und auch Mathilde nicht. Den Quark, ach so, die schöne Haut. Die brauche ich für meine Braut. Drum haben Sie nicht nimmer. Dann krieg ich meinen Quark. Und werde groß und stark. Haben Sie nicht ne Mark. Im Konsum gibt es Quark. Das ist mein Leibgericht. Haben Sie nicht ne Mark. Sonst krieg ich keinen Quark. Und auch Mathilde nicht. Denn Quark macht so ne schöne Haut. Die brauche ich für meine Braut. Drum haben Sie nicht ne Mark. Dann krieg ich meinen Quark und werde groß und stark. Herr Ober. Herr Oberchen. Ist denn hier kein Ober in dem Laden? Wie lange soll ich denn hier noch herumsitzen? Ich muss ja sehen, dass ich weiterkomme, nicht? Ich bin ja hier. Das ist deine richtige Donnerverschöpfung. Na. Du musst auch erstmal ein bisschen eingelatscht. Ich bin ja da, nicht? So ein aufgerechtes Hemd. Moment. Sind Sie da oben hier? Hast du gedacht, wie Straßenmannschaft oder was? Was ist denn nur mit der Fresserei? Ja. So was Unfreundliches. Sie sehen ja gar nicht aus wie ein Ober. Ich sehe nicht aus wie ein Ober? Nein. Ja. Ich hatte keine Zeit, mich voll zu kleckern. Ja. Wenn ich sage, spiele Ober, spiele ich Ober. Ich sitze hier rum. Sind Sie denn bloß allein hier? Wir waren ja zwei. Ach, wo ist der andere? Anderen haben wir ausgefeiert. Warum denn? Na, der hatte Schüttelfrost, der hat die ganze Brille verschwemmert. Durch den Schüttelfrost hat er alles drüber weggefeuert. Na ja. Wenn der Nudeln gebracht hat, hat die Leute angeputzt wie Weihnachtsbaum. Na ja. Eben hat er Spinat gebracht. Klack. Hast du gedacht, 30 Kies in den Galopp durch? Das ist die Schüttelfrost. Ja, das ist ja gut. Kann denn der Mann jetzt gar nichts mehr machen? Jetzt ist er auf dem Bau, jetzt muss er Sand ziehen. Ne? Ja. Was ist denn du? Ja. Interessiert keinen Menschen, ich will bitte? Was essen, nicht? Dann nehmen wir Nudeln oder nehmen wir Hering oder dann haben wir hier Herz, Nierchen. Nein, Herz nicht. Herz, Sie sauer. Sehr schön. Das Herz ist ja so ein wabbeliges Zeug. Dann machen wir eine Mehlspitze dran. Mehlspitze. Dann machen wir immer eine Mehlspitze. Ich mag Herz nicht essen. Das Herz ist eine Pumpe, die den ganzen Tag das Blut durch den Körper pumpt, bei dem Gedanken. Das Herz pumpt? Ja, die Funktion einer Pumpe, nicht? Hier drinnen? Ja, das pumpt, nicht? Das heißt gar nicht mehr Herz. Man sagt jetzt Pumpe. Da werden auch die Schlagersänger gucken, wenn sie singen müssen. Dein ist meine ganze Pumpe. Das hat sich nicht mehr Herz gehen. Wenn es Herz heißt, heißt es Herz. Da kann ich nicht singen. Ich habe meine Pumpe in Heidelberg verloren. Das ist so schön. Wenn es Herz heißt, heißt es Herz. Singt ja kein Mensch, ne? Der macht mich voll. Na bitte. Hörst du das? Nehmen wir was das anderes, ne? Wo ja, muss ich ohne Herz? Nehmen wir was anderes. Wir haben noch mehr. Gut, okay. Nehmen wir. Hier. Verlorene Eier. Ja, bitte. Vielleicht nehmen wir mal was ganz Ausgefallenes. Ja. Wie wär's denn hier vielleicht mit... Sehr schön. Na, Moment einmal. Creme de Brisau, oder wie ist das? Creme de Brisau? Tschö! Ach,
Creme Duckbrichau. Was ist das? War gestern noch gar nicht drauf. Was hast du gestern nicht gehabt? Es steht doch ja, hier. Ja, es wird so französisch gelumpelt sein. Sagst du Französisch? Wahrscheinlich haben sie wieder einen Hund überfahren. Ich bin in der Kirche. Na bitte. Ich mehr ja nicht den zusammen. Was heißt denn hier Creme de Brissau? Was? Sie sind doch da oben, Sie müssen doch... Ich bin nicht dämlich, schon bitte. Mal. Creme de Brissau, das ist ja Brissau-Creme. Ja, das ja. Ist ja. Ich will wissen, was heißt denn hier Brissau? Brissau, das wird eine gebriete Sau sein. Also kommen Sie, wollen wir uns nicht rumschreiben, hier nehmen wir was anderes. Guck mal, das kann zum Beispiel gar keiner lesen. Kann keiner lesen, da frisst er was du lesen kannst. Das ist ja unhöflich. Das ist ja ein Ton hier. Das ist ja unhöflich. Ist ja unhöflich. Also bitte, kommen Sie, streiten wir uns nicht rum. Bringen Sie mir Huhn. Nee, Huhn geht nicht, weil die Henne ist heute nicht auf dem Posten. Was hat die Henne? Sie ist nicht ganz momentan. Die ist nicht. Ich möchte gern Huhn essen. Aber der Henne ist heute nicht so. Was heißt der Henne ist nicht so? Wir können ja auch was anderes. Nee, das nehmen wir. Oder das. Nee, hier, guck ich, das nehmen wir. Wir nehmen ja nicht das oder das. Ich esse ja das, was ich essen will. Bei uns wird gefressen, was weg muss. Erlaub mal! Was ist das? Ist ja eine Art und Weise. Das Huhn steht schon 14 Tage auf der Karte. Na, warum denn? Das Luder lässt sich nicht fangen. Ja. Also man kann nicht ganz da hinter der Henne herfeuern. Also, ist ja, ist wenn ja, man schon mal in einer Gaststätte was essen will. Ist ja zu Hause, du Pinsel, habt ihr keinen Löffel, was? Also das ist ja eine ist Bedienung. Ich bin ja so langsam am Ende meines Verstandes. Du warst kein langer Weg. Ich bin satt bin ich bis oben ran. Satt bist du, krieg ich 5,40 Mark. Ja, auch noch. Die Sportshow ist natürlich kein Zuckerlecken, nicht bei der Hahnemann, da können Sie sich in Ruhe wieder langweilen. Aber bei mir heißt es, frisch getont ist halb gegipst. So, ich möchte jetzt mal alle Ihre zwei linken Hände hochhaben. Bitte, komm. Wir werden auch da oben, wer nicht mitmacht, muss nach Hause gehen und zur Strafe fernsehen. So, wir werden jetzt nämlich, keine Kondition, beide linke Hände, beide, junger Freund. Ach so, gut. Wir haben alle zwei linke Hände, sonst würde es ja also. Nur bitte schön oben halten. Wir werden jetzt nämlich kräftig zuschlagen. Halt nicht den Nebenmann. Wir sind hier nicht zu unserem Vergnügen, sondern wir schlagen jetzt diese Hände auf die zwischen Knie- und Gürtelschnallenlinie befindlichen Oberschenkel. Ja? Also so. Batsche. Moment. Bleiben die Hände oben. Wer hat heute alles seine Pfeife mit? Alle wunderbar, dann werden wir diese in die sportliche Übung mit einbauen. Und wala 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 ma. Also ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben, damit Sie es leichter haben. Sie reden dann einfach frei, formulieren frei. Nach Schnauze, ja, so mehr nach Schnauze. Oh, ja. Beim Fernsehen reden Sie immer ein bisschen anders, ich weiß aber. Ja, also hier vorne ist Ihr Publikum. Ja, das werden Sie nicht selber begrüßen, ja, nicht persönlich jedenfalls. Und hier, schauen Sie mal, da drüben, das ist Ihre Kamera. Da, die da. Für Sie, ja. Für mich alleine, ja. Tolles Objektiv drauf, wa? Es Import, wa? Säg an den roten Streifen, wa? Weißt du noch? Also, ja. So, dann können wir mal anfangen. Ja, nun versuchen Sie mal ganz locker und selbstverständlich und mit sehr viel Charme. So mit Charming. So wie Sie. Also Mundwinkel bis an die Ohren. Sagen Sie mal, ob ich mir auch so eine kleine Rotzbremse stehen lasse? Also nur bitte, ja. Nee, ich meine, das putzt auch nicht heuer. Nee, sorry. Machen Sie mal erst mal das. Ja, ich fange erst mal an, wa? Also, hallo Fans. Bei euch kommt jetzt ganz steile Type, wa? Und nee, Herr Preil, hier habe ich immer so eine schwache Stelle. Sagen Sie mal, heißt das jetzt bei euch oder bei Sie? Zu Ihnen. Hast du auch noch, ich verstanden. Also, Fans, ich fange mal an, wa? Bitte. Fans, zu Sie kommt jetzt ein ganz steiler Zahn. Der lässt hier ein ungeheures Ding senkrecht starten, wa? Das ist ein Sänger, wa? Rock. Wa? Rock. Ist das ein Schotte? Ah, nee. Oh, Heike, ich missverstanden jetzt. Nee.
Also, Fans, ich mache das mal ganz kurz. Jetzt kommt ein steiler Typ, wa? Der lässt Herr Unioner den steilen. Deswegen bitte ich das Thema jetzt jede gute Unterhaltung und da bleibt, wa? Na, das war was. Was? weitere Nachrichten. Als wir im Zirkel da sind, sind dann Sie. Was ist? Oh, Entschuldigung, ist verkehrt rum. Leipzig. Das staatliche Getränkekontor Leipzig Punch stellt in einem heute veröffentlichten Jahresbericht fest, dass der Genuss von geistigen Getränken im vergangenen Jahr weiter zugenommen hat. Was darauf schließen lässt, dass sich der Großteil der Verbraucher auf dem Wege zur gebildeten Nation befindet. Wie weiter festgestellt wird, wollen die Abfüllbetriebe unserer Republik die Qualität der von ihnen veredelten Weine im kommenden Jahr weiter verbessern. Verbessern.